Der Senat hat heute die Flüchtlingszahlen für Juli veröffentlicht. Demnach wurden im vergangenen Monat über 5.700 Flüchtlinge aufgenommen. Hiervon verblieben 1.725 Schutzsuchende in der Stadt. Der Unterbringungsbedarf bleibe konstant hoch, heißt es. Seit heute Morgen nun wird eine neue Zeltunterkunft im Norden Hamburgs in Ohlstedt aufgebaut. Diese Bilder werden die Ohlstädter so schnell nicht vergessen. Heute Morgen rund um den Ohlstädter Platz. Die Bundeswehr übernimmt die Regie. 20 Bundeswehrschlepper rücken an, besetzen die Straßen. Die Handykameras sind bereits gezückt. Das Equipment der Soldaten, 42 Zelte mit einem Gewicht von jeweils 1,7 Tonnen. Angefordert die Spezialpioniere aus Husum, quasi die Baufirma der Bundeswehr. Klar ist, sind sie hier am Sonntag fertig, wird von der Wiese nur noch wenig übrig sein. Es gibt viele Bilder aus Afghanistan, wo wir das auch schon in Reihe und Glied aufgebaut haben. So wird das nachher im Endeffekt auch aussehen, dass wir lange Fluchten haben mit Zelten. Wenn hier irgendwo einer umkippt, müssen auch die Rettungsfahrzeuge hier durchfahren können. Und schon am Morgen gesellten sich die ersten Anwohner dazu. Die Bundeswehrsoldaten müssen sich einiges anhören. Ich finde, man muss schon mal benachrichtigt werden, wenn man so nah bei ungefähr 420 Leuten. Ich weiß gar nicht, wie das hier werden soll, wo die über 420 Leute auf diesem Platz. Wir sind hier vor 6 Jahren rausgezogen, weil wir unsere Ruhe haben wollten. Damit ist wohl vorbei. In den Zelten haben die Soldaten im Auslandseinsatz schon geschlafen. 40 Quadratmeter mit Aluminiumboden, auch Beleuchtung soll es geben. Ein Zelt in Luxusvariante, alle anderen stehen auf dem bloßen Boden. Dann hat man zwar ein Dach über dem Kopf, aber man lebt auf dem Rasen oder auf dem Untergrund. Das ist für mich auch im Einsatz immer ein psychologischer Aspekt gewesen, dass man doch irgendwo einen Boden hat, einen Fußboden, der ist sauber, den kann man sauber halten. In den Straßen warten die Schlepper. Das Material muss nach und nach herangeschafft werden. Jürgen Tessier koordiniert die Truppenteile. Der Fregattenkapitän ist Ohlstädter. Also wir haben ich habe persönlich mit allem gerechnet und nicht, dass wir jetzt hier ein Flüchtlingsdorf hinbekommen. Da habe ich bis vor kurzem noch mal Fußball gekickt und Fußball gespielt. Und in ganz frühen Zeiten, als man da zur Schule gegangen ist, hat man da vielleicht auch mal in den Bäumen mit seinem Mädel gesessen. Dafür ist bald kein Platz mehr. Bis Montag sollen alle Zelte stehen. Sie haben die Sandstürme in Afghanistan, die Winter im Kosovo durchgestanden. Hier in Ohlstedt werden sie wohl noch lange gebraucht.